könntest mir einen Handelstipp geben? Ja, mach doch mal. Kannst du gerne machen. Ich habe deinen letzten Handelstipp leider auch schon wieder vergessen. Treibstoff wird gesammelt. Also vielleicht, also ich weiß nicht, du kannst ihn natürlich gerne geben. Treibstoffsammler deaktiviert. Aber es kann gut sein, dass ich den dann auch wieder vergesse. Ökonomische Mittel. Ja, irgendwie mit 30 Millionen kann man da verdienen, oder? Wenn das das ist. Jetzt erinnere ich mich gerade. Irgendwie 30 Millionen pro Runde. War das das? Wenn man einen Type 9 hat. Ah, 20 Millionen waren es, okay. Ökonomisches Mittel. Muss man dann eine spezielle Route nehmen oder halt einfach gucken, in welchem System das Angebot- und Nachfrageverhältnis dann passt? Mit kleineren Schiffen gibt es immer noch ein paar Millionen. Okay. Ja, ich glaube, wenn wir den Type 7 so richtig als Frachter dann benutzen, dann kann der auch schon einiges reißen. Du benutzt einfach Inara, ja. Ich denke, das macht dann auch Sinn. Wobei mal inzwischen ja in der Galaxiekarte kann man das auch irgendwie schon mal relativ gut auslesen mit den Handelsrouten und so. Aber halt immer nur begrenzt auf den Ort, wo man ist. Und man muss alles manuell nachgucken. Von daher ist die nachher wahrscheinlich trotzdem besser. Das Aliot-System hat immer sehr gute Preise, um das Zeug zu kaufen. Haben wir nicht letztes Mal schon überlegt, was astronomische Mittel eigentlich sind? Also es hat irgendwas mit Landwirtschaft zu tun wahrscheinlich. Ist das so ein Sammelbegriff für Traktoren, Garten, Schere, Rechen oder sowas? This material has been specifically engineered to revive plants affected by contaminants. Ah, okay. Ist also eher so ein Pflanzenschutzmittel dann. Um Pflanzen wiederzubeleben, die irgendwie mit irgendwas kontaminiert sind. Wenn ich das jetzt richtig übersetze. Also, ein Defibrillator ist da drin. Mit dem kannst du dann zu der Blume hingehen. Und wenn die halt krank war, die Blume, wenn die einen Schnupfen hatte und dran gestorben ist, oder fast dran gestorben ist, dann kannst du dir mit dem Defibrillator einen Stromstoß verpassen. Ja. Wie man hört, kenne ich mich sehr gut mit Pflanzen aus. So. Hier. Nein! Verdammt! Wieso kann ich jetzt hier die Dinge nicht abgeben?
Ach so, weil die Fraktion ist schon hier, aber sie sind von, ja, sie sind nicht die Hauptfraktion, deswegen kann ich hier das Kraftgeld bei denen nicht abgeben, oder wie? Kampfbelohnung? Ach doch, hier. Kampfbelohnung war das. Eingehende Nachricht. Ah, okay. Dann haben wir das. Sehr schön. Du glaubst, das ist erst was zu tun? Ja. Könnte auch sein. So, wir haben hier jetzt unsere Schiffchen. Zwei haben wir eingelagert. Und da werden wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen erstmal in den Kollektor, den wir dann auch noch umbenennen werden. Und nutzen ihn. Und warten. So. Dann gehen wir in Ausrüstung. Und warten. So, oh, das ging schnell. Und dann gehen wir in Aufhängung und haben, genau, wir haben zwei kleine Abbaulaser. Den einen brauchen wir nicht mehr. Ja gut, können wir auch später verkaufen. Ich lagere den mal. Zack. Den hier lagere ich mal. Den hier lagere ich mal. Zack. Weil wir haben, glaube ich, nur zwei Klasse 2 Slots auf der Keyback. Das heißt, wir brauchen sowieso zwei kleine. So. Ups, jetzt bin ich gerade ans Mikrofon gekommen. Frachtgestell passt eigentlich alles. Sammeldrohnen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Raffinerie könnten wir einlagern. Vielleicht können wir die. Ich glaube zwar nicht, dass wir die auf die Keyback kriegen. Die Klasse 5 Raffinerie. Schildgenerator, ja, können wir mal drin lassen. Das hier müssen wir lagern. So. Treibstoffsammler brauchen wir nicht. Planetenfahrzeughangar. Haben wir, glaube ich, eh einen auf der Keyback. Den lasse ich mal drauf. Wobei eigentlich, wenn wir das zum reinen Frachtschiff machen, oder ist das gerade schon? Ich lagere den mal. So. Detailoberflächenscanner, den brauchen wir eventuell. Oder? Oder nee. Nee, eigentlich auch nicht. Bei einem reinen Händler-Ding braucht man keinen Oberflächenscanner. Genau, oder? Braucht man den, um Siedlungen zu finden, eventuell. Wo man hinhandeln muss. Treibstoffsammler könnte man mal drin lassen, würde ich sagen. Beim Händler brauchst du keinen Oberflächenscanner. Okay. Dann weg damit. Ich lagere den auch mal. Dann haben wir auf jeden Fall einen auf Lager. So, Sammeldrohne. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. So. Den Schildgenerator würde ich mal drin lassen, weil, gut, da könnten wir auch einen schwächeren eigentlich nehmen. Aber, ja, vielleicht. Ja, ich lasse den mal drin. So. Mir geht es jetzt eigentlich auch eher um was anderes. So. Weil wir wechseln jetzt erstmal auf die Keyback. Nein. Wir wechseln auf die Keyback. So. Auf unser Raumschiff Kakadu. Was ja vorher unser Mehrzweckschiff war. So. Ausrüstung. Was verkaufen die hier für Waren? Oh, da müssen wir gleich nachgucken. Stimmt. So. Suche, Raketenrampe. Die können wir verkaufen.
Die brauchen wir hier nicht mehr drin. So oder so. Genauso wie die hier nicht mehr. Impulslaser braucht man hier nicht mehr drin. Und das hier brauchen wir auch nicht mehr. So, dann schauen wir mal. Moment. Mittlere, doch. Hier mittlere Aufhängung. Da habe ich vorher geguckt. Es müsste hier eigentlich den. Ja, die gibt es. Seismischer Ladewerfer. Sehr gut. Einbauen. Dann könnten wir hier noch schauen. Zweites. Klasse 2 Abbaulaser. Wäre vielleicht ganz nice. Hier einfach den. Oder die Untergrundverdrängungsrakete. Da hätten wir dann. Da hätten wir dann, glaube ich. Warte mal. Mehr Einzelheiten. Munition, genau, da hätten wir mehr Munition dabei für die. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil die normale hier. Die hat nur 32 Munition. Halt, Moment, das ist nicht die normale. Das ist die normale. So, im Turm hier. Hat auch nur 32 Munition. Da wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir die Klasse 2 nehmen, oder? Dann können wir da auf jeden Fall länger minern. Aber wir brauchen eigentlich nicht die auf dem Turm. Wir nehmen die normale. Bauen die hier ein, so. Genau, und dann machen wir hier aus unserem Vorrat den ein Abrasionsblaster. Zack. Und einmal den Abbaulaser. Zack. So. Jetzt haben wir nämlich alle 4 Mining Tools auf einem Schiff. Mein Ladewerfer ist auf dem Turm, was? Oh, stimmt, aber ich glaube, da gab es nur den. Ja. Da gab es leider nur den Turm. Müssen wir mitleben. Eingelagerte Module, so. Dann können wir nämlich die anderen Dinger verkaufen. Oh Gott, ich habe hier viel zu viel Zeug drin. Kahlenlaser, warum habe ich den? Komm, wir verkaufen den mal. Bringt uns 2 Millionen, das ist nicht schlecht. So. Die Suchraketenrampe Klasse 1, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Die können wir verkaufen. Zack. Zack. Modulverstärkungspaket. Impulslaser. Ja. Wo ist denn hier der. Nein. Hier, Abbaulaser. Den wollen wir nicht mehr. Den haben wir eingebaut. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, genau. Gut, dann haben wir jetzt hier. Optional. Du weißt aber nicht, ob er als Einzelspieler überhaupt funktioniert. Doch. Die funktionieren auch, die Türmchen dann. Also gut, beim. Boah, weiß ich jetzt aber auch nicht. So. Gut, mit dem Mining-Schiff werden wir nicht so viel rumfliegen, glaube ich. Da brauchen wir keinen Treibstoffsammler mehr. Und wir brauchen auch keinen Planetenfahrzeughangar. Wobei eventuell. Wenn wir auf Planeten was sammeln wollen, vielleicht doch. Ich lasse sie mal noch.
Den Fight habe ich ja gesagt, würde ich gerne mitnehmen. Aber dann wird's ein bisschen, dann wird's ein bisschen knapp. Was ich immer gerne haben will, alles. Ach, das ist so schlimm, weil wir brauchen ja noch die Raffinerie auch. Okay, den Treibstoffsammler. Hast du nie probiert? Ja, wir werden es feststellen, glaube ich. Wir sind ein bisschen über der Energieversorgung, sehe ich gerade. Aber das ist, glaube ich, noch im Rahmen. Mal schauen. So. Ich glaube, wir brauchen einen schwächeren Schildgenerator. So, was können wir denn hier? Erz suchen, Erzdrohnen, Erzsucher, so. Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Zack. Dann. Das wird knapp, ne? Wir brauchen. Ich glaube, den Schildgenerator müssen wir wegpacken. Ich lagere den erstmal. Wir brauchen zwar ein Schild, aber vielleicht nicht so ein starkes. Dann könnten wir natürlich die Sammeldrohnen reinpacken. Dann hätten wir drei Sammeldrohnen. Und eine Raffinerie brauchen wir auch noch. Klasse 4 Raffinerie haben wir da drin. Die war sehr angenehm, muss ich sagen. Allerdings geht uns dann halt der Frachtraum langsam flöten. Okay, komm, die. Ja, dann müssen wir halt, wenn wir auf dem Planeten irgendwas haben wollen, müssen wir es halt mit was anderem sammeln, dann können wir das nicht mit unserer Keybag machen. So. Den Oberflächenscanner brauchen wir auf jeden Fall. Klasse 2 Raffinerie reicht theoretisch auch. An sich würde auch Klasse 2 Erzsucher reichen, ne? Warte mal. Abbaudrohnen. Die haben hier nur eins. Das war es eigentlich recht. Klasse 1 Abbaudrohne. Also Erzsucher-Ding. Weil man schaut sich eh immer nur einen Asteroiden an. Ich nehme mal da eine Klasse 1 mit. Ich sehe jetzt gerade nicht den Vorteil davon, hier zwei aktive Drohnen zu haben. Ich lagere das mal kurz ein. Nur zur Sicherheit, falls. So, und dann. Klasse 2 Raffinerie reicht theoretisch auch. Schauen wir mal, was gibt's hier eine? Abbau, Aufklärung. Raffinerien würde es geben. Fünf Behältnisse. Sechs Behältnisse. Oh, sechs Behältnisse. Sollten eigentlich reichen, oder? Ja, stimmt eigentlich. Wie viel? Gut, unsere Klasse 5 hätte. Nee, warte, unsere Klasse 4 hätte, glaube ich, 10 Behältnisse, also 4 mehr. Zwei aktive Drohnen geht schneller. Ja, du musst unterscheiden. Du, pass auf. Das hier ist ja der Erzsucher, nicht der Sammler. Beim Sammler will ich auch mehr haben, aber beim Sucher, der scannt ja bloß quasi diesen Asteroiden und schaut, was drin ist, welche Zusammensetzung der hat. Da reicht mir, glaube ich, eine Drohne immer. So, und dann nehmen wir hier Raffinerie. Klasse 3 würde es auch geben. Können wir überlegen.
8 Behältnisse. Allerdings. Ne, dann nehmen wir hier. Wir machen das jetzt mal so. Wir machen mal. Halt. Da machen wir eine Raffinerie. Klasse. So, zack. 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 So. So, ja, 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 ja. Soweit ganz gut. Wenn ich jetzt sage hier. Tauschen? Leerer Innenbereich? Hä? Achso, halt. Transfer, so. Erzsucher. Moment. Erzsammler. Nee, unser Erzsammler war ja. Warte mal kurz. Abbaudrohnen. Ach, eine Sammeldrohne haben wir hier gar nicht. Ne? Abbau, Aufklärungsdrohnen, Reparaturdrohnen. Doch, hier. 2. Ach so. Wenn man auf einen Asteroid feuert, kann man schon auf den nächsten schießen und man muss nicht so lange warten, bis die Drohne ankommt. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Okay. Klasse 2 Raffinerie. Frachtgestell, das habe ich irgendwie. So. Das war natürlich Quatsch. So. Ich fürchte fast, es wird nicht mit dem Fighter gehen. Ich fürchte fast, er muss raus. Damit das richtig funktioniert. Können wir hier Sammeldrohnen? Schildgenerator? Okay, wir haben jetzt hier mal eine Drohne. Genau, das machen wir jetzt einfach mal hier. Dreier. Wir brauchen ja auch ein bisschen Frachtraum, weil. So, Lebensdauer ist natürlich umso höher, umso besser. Ah, ist wurscht. Dann nehmen wir die beste. Frachtraum brauchen wir ja auch ein bisschen. Da würde ich fast hier Frachtgestell reinbauen. B hat höhere Reichweite. Ah ja. Ach so, warte. B hat höhere Reichweite. Das ist natürlich dann auch nicht schlecht. B hätte höhere Reichweite, weil. Aktionsreichweite. Wie viel weiter? Okay, 300 Meter ungefähr. Der hält weniger lang. Ich nehme mal den, der länger hält oder lebt, weil dann muss man, ja, dann kann man vielleicht länger unterwegs sein einfach. So. Dann jetzt nochmal gucken. Das tue ich mal kurz raus. So. Wir haben Fracht. 32 reicht ja eigentlich erstmal. Dann Sammeldrohne haben wir. Raffinerie haben wir. Erzsucherdrohne, sagst du, wären zwei eigentlich besser, weil es schneller gehen würde.
Erdsucher, warte hier. Ja, wir wollen ja ein Mining haben, deswegen machen wir das so. Den hier schmeißen wir raus. Oder beziehungsweise bauen wir hier dann ein leichtes Schild ein, wenn das überhaupt geht. Nö. Okay, Schild ist raus. Verflixt. Also Schild kann ich entweder hier reinbauen oder kann ich hier überhaupt ein Schild reinbauen? Ja, das würde gehen, okay. Klasse 3 Schild würde ich noch gehen. Aber mit 32 Fracht bin ich eh nach 10 Minuten voll. Ich könnte natürlich ganz auf ein Schild verzichten und hier nochmal ein Frachtding einbauen. Oder wir verzichten auf den Fighter. Ich will aber nicht auf den Fighter verzichten. Ja, komm, wir probieren das jetzt einmal. Wenn wir nach 10 Minuten voll sind, ist ja auch gut. Dann haben wir nach 10 Minuten ein Erfolgserlebnis. Und ich probiere das jetzt mal mit einem Ding. Ich will eigentlich Schilde haben. Vor allem im Asteroidenfeld, da bumme ich dann gegen Asteroid und dann bin ich kaputt. Das finde ich doof. Gut, wir müssen nicht so Überschilde haben. Das reicht eigentlich hier. Eigentlich reicht sowas hier. Ein Fighter ist in Geschmackssache. Ja. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt jetzt. Man könnte auch sagen, es ist dumm. So, warte, jetzt haben wir alles dabei, oder? Oberflächenscanner. Wir haben einen Erdsucher, wir haben eine Raffinerie, wir haben eine Klasse Sammeldrohnen-Dings und wir haben Fracht. Mehr braucht man ja nicht. Der Rest ist Luxus. Werkzeug? Braucht man eigentlich gar nichts, oder? Achso, doch, oh, warte, wir brauchen hier den Impulswellenanalysator. Den haben wir ja noch im Ding auch noch drin. Gut, ist eigentlich egal. Wir können den auch einfach hier kaufen. Wo ist er? Oh, der verbraucht aber Energie. Meine Fresse. Ah. Was für ein Kraftwerk haben wir eigentlich drin? Ah, schon das Klasse A, okay. Ich hole mir mal eben aus dem. Na. Aus unserem Type 7. Das Werkzeug noch raus. Der ist ja auch wichtig, der Impulswellenanalysator hier. So. Da haben wir den Klasse A drin. Und sonst hatten wir nichts mehr drin hier, glaube ich, zum. Was wir brauchen würden. Genau, nö, 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 okay. Du würdest einen Fighter wegschmeißen und zusätzliche Sammler einbauen. Oder ein Frachtgestell. Ja, das ist die Frage, ne?
Aber wenn, dann würde ich eher das Frachtgestell einbauen. Kielwerk ist ja zu klein. Da ist was dran. Haben wir hier eigentlich? Kann ich mir nicht leisten, ne? Dabei ist die gar nicht so klein. Also von den Schiffen her ist die ja auch schon so im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld. So, hier Werkzeug. Kühlkörperabwurf, Schildbooster. Ach, den Schildbooster, schau mal, den können wir austauschen. Der verbraucht auch viel Energie. Dann tausche ich den hier gegen unseren Impuls, wenn. wir haben trotzdem ein Energieproblem. Kühlkörperabwurf, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Punktverteidigungsgeschütz. Ah, die Type 7 hat einen Vierer-Slot mehr, aber nur zwei kleine Waffenplätze. Ja, dadurch disqualifiziert sie sich ja leider für das, was wir vorhaben. Wir können auch nirgends mehr Energie sparen. Bei den Basismodulen eventuell. Wobei uns das eh nichts hilft, weil wir ja... den Frameshift-Antrieb sowieso abschalten würden über die Priorisierung. Okay, ich fürchte, wir müssen hier einen anderen Analysator einbauen. Der hier würde gehen, C würde gehen. Hätte ein bisschen weniger Reichweite. Ist aber okay, glaube ich. Komm, dann nehmen wir den. Und den eingebauten... ja, den lagern wir wieder. Weil vielleicht... können wir den dann später mal für ein größeres Schiff brauchen. So, wir haben jetzt... wir haben jetzt alles dabei. Ja, wir haben jetzt alles. Zwar nicht besonders viel Frachtraum. Ich würde so eigentlich mal losziehen wollen. Oh, du lässt mich alleine. Alles klar. Dann danke ich dir vielmals fürs Reinschauen. Und wie immer für die Tipps und Hinweise. Und dann wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Mach's gut. So, und wir müssen jetzt hier mal schauen, wie wir unsere... Waffen umbauen, einstellen. Ach, das war ja irgendwie so, eigentlich war es schlau, ne? Den Analysator immer so auf einem Ding zu haben. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen... okay, warte mal. Eigentlich ist es gut hier so... Abrasionsblaster 1. Seismischer Ladewerfer 1. Untergrundverdrängungsrakete 1. Und...
Haben wir nicht vier Waffen eigentlich? Hä? Eins, zwei, drei. Wo ist denn der Abbaulaser? Da ist er. Vier. So. Ach, der gilt als Werkzeug. Interessant, okay. Hallo, Mark. Oder Mac. Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. So, Sammeltrone ist, glaube ich, sinnvoll, die immer irgendwie... Wobei, die aktiviert man eigentlich nur... Eigentlich die Drohnensteuerung, Erzsuche. Oder? Würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ändere ich es noch. So. Dann nehmen wir die hier alle raus. Den Detailoberflächenscanner brauchen wir hier drin dann. Oder, warte mal. Die Sammeldrohne. Und den Impulswellenanalysator. So vielleicht. Du würdest einen Fighter raushauen für mehr Fracht. Ja, ist wahrscheinlich sinnvoll. Ich will ihn einmal mitnehmen. Einfach nur so. Ich weiß, das ist wahrscheinlich sehr sinnvoll, den wegzumachen. So, warte. Abbau. Ach, warte halt, Abbaulaser war. Oberflächenscanner brauchen wir. Und dann nehme ich hier den Erkundungsscanner rein. Genau. Zusammensetzungsscanner braucht man, glaube ich. Brauchte man den? Der war, glaube ich, für irgendwas anderes. Nicht fürs Minern. Oder? Weiß ich nicht mehr. Ach so. Dann haben wir einmal den Zusammensetzungsscanner und den. Wartet, machen wir das anders? Machen wir hier den Zusammensetzungsscanner rein. Den Oberflächenscanner hier. Den Erkundungsscanner hier. Und hier den. Die Sammeldrohne. So, und wenn wir jetzt dann aktiv werden, werden wir feststellen, dass es eine total bescheuerte Einstellung ist und ich alles nochmal umstellen muss. Ja, wir lassen es jetzt mal so. Mal schauen, wie lang wir brauchen, bis wir voll sind. Ob wir mit der... Mit Sicherheit. Dankeschön. mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir voll sind mit der Frachtkapazität, die wir haben. Wir brauchen mehr Drohnen, eigentlich. Allein dafür brauchen wir eigentlich mehr Fracht. Aber ich will's trotzdem einmal... Ich bin ja unbelehrbar. Also kann man mir nicht helfen manchmal. So, wir nehmen jetzt einfach mal so 20 Drohnen mit. Okay. Aufgefüllt haben wir alles. Gut. Rohstoffabbaustandorte gibt's auch. Dann würde ich sagen, machen wir gleich einen Testflug. Nachdem ich kurz wo war. Genau, ich muss kurz weg und dann machen wir einen Testflug. Bis gleich.
Für die Geduld. Jetzt kann man loslegen. Ups. Hier. Ich hatte gerade einen Geistesblitz von den Feuergruppen her. Das ist, glaube ich, schlauer, wenn wir die Drohnensteuerung Erdsucher und den Impulswellenanalysator zusammenlegen. Ne? Haben wir ja auch. Wieso habe ich hier... Das haben wir... Hä? Das haben wir eh schon gemacht. Oh. Warte. Stellen wir gleich um. Aber vielleicht warten wir, bis wir im Asteroidenfeld sind. Dann stellen wir eh einiges noch um wahrscheinlich. So. Voilà. Wir wollen... Wir schauen mal hier in die System Card. Was haben wir denn hier? Metallisch und reich an Erzen. Das ist doch perfekt. Felsig, felsig, das ist nicht gut. Vereist ist auch nicht gut. Ja, nee. Das ist der einzige, der hier im System Sinn macht und der ist am nächsten an der Station dann. Das ist doch gut. Dann nehmen wir den einfach. Hier. Und da schauen wir jetzt mal hin. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Und wir gehen gleich mal hier in den. Ups. In den. Nein. 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 Langsam. Erdsucher. Sammler. Oberflächenscanner. Hier den brauchen wir. Die brauchen wir. Dann scannen wir hier mal schön den Ring ab. Sobald er in Reichweite ist. Ich fliege mal von oben hin. Geh nicht in die Abbaugebiete, scanne den Ring nach Hotspots. Jupp. Hatte ich auch nicht vor, ich habe das nur markiert, weil ich... damit ich es finde. Als Orientierung. So. So, wir scannen hier mal den Ring. Zack. Oberflächenscan abgeschlossen. Und da haben wir auch schon Hotspots. Und zwar hier. Nehmen wir hier den Platin-Hotspot und nicht. Weil der andere Hotspot hier ist in dem Abbaugebiet, das ist schlecht. Hier ist zwar in der dunklen Seite. Aber egal. Ich denke trotzdem hier hin. Müssen wir halt unser Nachtsichtgerät anmachen. Haben wir eigentlich... Oh Mist, ich habe die Crew nicht mitgenommen. Jetzt bringt uns unser Jäger gar nichts. Ja gut, wir sind ja wahrscheinlich eh bald voll. Von der Fracht her. Können wir mal gucken. Oh Mann, jetzt habe ich die Crew vergessen. Beziehungsweise unseren einen Piloten. Oder sollen wir nochmal schnell zurück? Und den einladen. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Tut mir leid, das ist dumm, aber... Ich will den jetzt einmal wenigstens dabei haben. So. Ups. Na? 30 neue Nachrichten. Jetzt hat. Das Nachrichtenfenster mal aktualisieren.
Ratet mal, wer nicht aufgepasst hat. Weil ich halt immer andere Sachen nebenher mache beim Fliegen. Immer. Jedes Mal. Heavy oncoming traffic ahead. Please regulate your speed, Commander. Mir wieder ein. Irgendwie wäre es cool, wenn man einfach sagen könnte, so, den will ich immer automatisch drin haben, sobald ich irgendwas dabei habe, wo ich eine Crew einsetzen kann. Dann soll der automatisch immer rein. Dann muss man, dann vergisst man ihn nicht immer ständig. You have been disengaged from the dock. You may leave when ready. Vor allem war das ja vorhin echt nur so, ja, warte mal hier, ich hole mal eben anderes Zeug von dem anderen Schiff und dann fliegen wir wieder mit dem Schiff wieder weiter. Und er so, ja, ich gehe mal an die Bar. Und dann hat er sich jetzt an der Bar die Zeit vertrödelt, während wir gestartet sind. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Jetzt aber. Immerhin ist es nicht weit weg. Und der Hotspot ist noch da. Oder drüben ist so ein das Gefährliche, ne? Das sind doch Rohstoffabbaustandorte hier. Ne, es sind Signalquellen. Doch, das ist einer. Ah, okay. Ich fliege lieber zum Hotspot. Muss so ein bisschen aufpassen, in welche Richtung ich fliege. Aber es sollte eigentlich weit genug weg sein, dass uns das nicht stört. Vielleicht fliegen wir eher hier so. Ja doch, wir fliegen mal direkt zum Hotspots. Hotspots. Zum Hotspot. Das sieht irgendwie fies aus hier mit dem Gelb. Hm.
Da kommen wir. Stopp, stopp. Stopp. Da sind wir schon. Da hinten fliegen Schiffe rum. Wir fliegen in die Richtung hier. Wir wollen erstmal weg von allen Kontakten. Oh, er ist kompetent. Roger that. Initiating SLF deployment. Unser Pilot hat gelevelt. Systems online. Ready for action. So, wir brauchen. Impulswelle. Impulswelle brauchen. Hier der da. Wie war denn das gleich nochmal? So. Jetzt wollen wir den. Ach nee, warte, genau. Bin ja doof. Machen wir hier Erdsuche. Zack. Drohne wird programmiert. Erdsuche-Drohne aktiviert. Asteroidenscan abgeschlossen. Scan so. Festgestellt. Was haben wir hier? Uranit. Und wir suchen aber Platin. Ah, ich sehe schon, wir werden ein Drohnenproblem kriegen. So. Also von der Menge her. Drohne wird programmiert. Erdsuche-Drohne gescheitert. Erdsuche-Drohne aktiviert. Asteroidenscan abgeschlossen. Da hinten leuchtet einer sehr auffällig. Scan festgestellt. So ein kleinerer. Okay, hier sind Polizeischiffe. Gold. Oh. Hab ich nicht gesehen. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Gold 60%. Frachtgreifer ausgefahren. So, Sammler. Sammler. Drohne wird programmiert. Ach Mist, jetzt habe ich es ausgewählt gehabt. Oh nein! Läuft richtig gut gerade. Mach ich ganz toll, wie immer. Coltan Indeed. Sammeldrohne deaktiviert. Ja. Ah, da war die Impulswelle. Wo war der Auffällige von vorhin? Ach warte, hier in die Richtung geht's zum Hotspot. Da fliege ich mal hin. Wir fliegen mal näher an den Hotspot.
Da wäre so ein großer hier. Aber er leuchtet nur ganz schwach. Und dahinter ist so ein kleinerer, der stärker leuchtet. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was das Leuchten bedeutet in den verschiedenen Farben oder verschiedenen Intensitäten. Hier Indeed. Nur Indeed. Und Leopoldit. Okay. Zu dem Kleinen hier. Bremsen. Oh. Ach ja, die Kielberg bremst ja nicht so gut. Ups. Ah, warte. So. Und. Gold. Gold haben wir hier drin. Asteroidenscan abgeschlossen. Und außen einmal Leopoldit, aber wir haben Gold innen. Das heißt, wir können einfach mal hier mit unserem Abbaulaser. Und wir sollten mal. Sollten. Da mache ich mal nicht den Abbaulaser, aber hier. Sammeldrohne. Das ist besser. Drohne wird programmiert. Frachtgreifer ausgefahren. Du. Mit einem Abbaulaser ist man halt nicht so schnell. Vielleicht hätten wir doch einen Klasse 2 Abbaulaser hinbauen sollen. Naja, es geht. Dafür haben wir halt alle vier Tools dabei, die man so haben kann. Ich schick mal zwei Drohnen los. Nicht, dass uns hier Sachen abhanden kommen. La 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 la. Okay, ich glaube, den müssen wir austauschen. Den Abbaulaser, da muss ein stärkerer rein. Und dann nehmen wir doch weniger Untergrundverdrängungsraketen mit. Weil die braucht man nicht so oft.
glaube ich. Da reicht dann die Klasse 1. Die Klasse 1 Waffe. Oder das Klasse 1 Werkzeug. Aus mit unserem Frachtraum? Oh, geht. Prozent? 40%? Ich habe ein bisschen Angst, dass die Drohnen in meinen Laser reinfahren und dann kaputt gehen. Oh, bald haben wir aufgebraucht. Nee. Irgendein Material ist jetzt verschwunden gerade aus dem. Ach nee, die Zahl wurde so klein hier, die Prozentzahl von den verbliebenen Materialien, dass die Zeile weggegangen ist. Deswegen. Asteroid erschöpft. Okay. So. Die letzten paar Sachen noch einsammeln. Das ist sehr schön. Dann hole ich mir noch hier das Impuls. Abrasionsflasche, genau. Den hier. Ist doch hier. Das Ding, oder? Das nicht ab. Ach, das ist die Drohne. Ah, ich bin ja doof. Was ist? Entschuldigung. Die. Zack. So, nein. Impulsfeld. Ja. In welcher Richtung war der Hotspot? In der da unten. Das heißt, wir fliegen wieder in die Richtung. Da hätten wir hier zum Beispiel einen großen. Drohne wird programmiert. Erdsuche-Drohne gescheitert. Oh, ist sie jetzt kaputt gegangen, weil ich reingeflogen bin? Ah, Mensch.
Die sind aber auch empfindlich, die Dinger. Erdsuche-Drohne aktiviert. Uranit? Asteroidenscan abgeschlossen. Nicht das, was wir suchen. Sind wir genau im Hotspot. Eigentlich müsste hier irgendwas sein. Vielleicht der da vorne? Frachtgreifer eingefahren. Boah, ohne Nachtsicht sieht man echt nichts. Das ist ja richtig gruselig hier. Der dunkle Weltraum. Erdsuchendrohne gescheitert. Erdsuchendrohne aktiviert. Asteroidenscan abgeschlossen. Ah, die beiden hier vielleicht. Was haben wir hier? Drohne wird programmiert. Erdsuche-Drohne gescheitert. Erdsuche-Drohne aktiviert. Asteroidenscan abgeschlossen. Uranit? Eigentlich schon mal die Ablagerung außen. Ah ne, komm. Was haben wir hier? Drohne wird programmiert. Erdsuche-Drohne gescheitert. Erdsuche-Drohne aktiviert. Asteroidenscan abgeschlossen. So, warte mal. Uranit, ja, ist nicht so wertvoll. Ist Leopoldit wertvoll? Ich weiß es nicht. Lohnt sich das hier jetzt mit unserem der Untergrundverdrängungsrakete? Ups. Da drauf zu ballern. Sammeldrohne deaktiviert. Nee, das lohnt sich nicht. Okay, Leipoldit ist nicht so wertvoll.
Angreifer eingefahren. So, hier hinten sind ein paar. Der da leuchtet so vorwitzig. Oder den da unten. Der ist auch sehr gelb. Vielleicht, ja, ich glaube, da haben wir bessere Chancen. Ist ein bisschen größer. Sammeldrohne deaktiviert. Gespannt. Erdsuche-Drohne aktiviert. Silber hatten wir hier drin. Asteroidenscan abgeschlossen. Ja, wo ist denn unser Ab? Ah, da. Wir können natürlich die unterirdischen Depots erstmal abbauen. Und Moment. Hier mache ich auch die andere Feuergruppe rein. Das ist eigentlich überall, ne? Eigentlich ist es besser, überall den Sammler drin zu haben. Ups. So. Frachtgreifer ausgefahren. Nicht so nah. Oh nein. Zu früh. Oh. Ups. Oh, das haben wir schon leer. Ah. Kann ich von dir drauf schießen? Nee. Nehmen wir den anderen Spot hier. Der gerade so rüberkommt. No. Jetzt. Und der Spot ist weg. Ich sammle mal lieber das Silber noch.
Der Erdzucker kaputt schon? Nee. Ist noch da. La 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 la. Okay, ich sehe schon. Es macht überhaupt keinen Sinn, den Fighter mitzunehmen. Er ist einfach nur Luxus. Einfach nur für mein persönliches Sicherheitsgefühl. Ansonsten gammelt der hier halt so rum, ne? Da kann er theoretisch auch einfach an der Bar sitzen bleiben. Dann werden wir das noch umbauen. Und hier einen, vielleicht doch den besseren Abbaulaser rein. Malen. So, warte. So. Und so. Und einmal so. Oh. Das wird weg. So. Also. Und hier nochmal. Unsere Sonne hin. Ja, fast. Mit viel Fantasie kann man es erkennen. Drohne wird programmiert. Oh, gleicher Mann. 6% noch. 3%. Asteroid erschöpft. Okay. Hier fliegt noch jede Menge Zeug rum. Lass mir die Drohnen mal sammeln. Okay, wir haben immerhin 7 Gold. Ein Silber. Silber ist auch nicht so schlecht. Das Leopoldit. Das können wir eigentlich rausschmeißen. Schmeißen wir mal 3 davon raus. Nicht, dass uns der Frachtraum dann ausgeht. Das ist Schmutz, aber gut zum Üben, ja. Ja, besser als nichts. Aber nicht viel besser. So, wie viel ist denn noch hier?
Das hier wollen wir nicht. Achso, Leopoldit auf die Ignoris hier sitzt. Ja. So. Ich glaube zwar, dass die Drohne das nicht einsammeln würden, weil wir das ja gerade rausgeschmissen haben, aber ganz sicher bin ich nicht. So. Wo ist noch was? Frachtgreifer eingefahren. 5 Erzsucherdrohnen haben wir noch. Und die sind da außen, diesen kleinen, haben wir den schon? Ich glaube nicht. Erzsuche-Drohne gescheitert. Erzsuche-Drohne aktiviert. Asteroiden-Scan abgeschlossen. Es wäre cool, wenn wir noch so einen Kern oder so finden würden. Aber ich fürchte, das bleibt uns verwehrt. Programmiert. Erzsuche-Drohne gescheitert. Erzsuche-Drohne aktiviert. Silber gibt's hier. Asteroidenscan abgeschlossen. Parasiodium. Das klingt irgendwie selten. Oberflächenablagerung. Das mache ich mal ab. Frachtgreifer ausgefahren. Und dann will ich einfach mal gerne das Ding ausprobieren hier. Ah, es geht nicht. Okay, das geht nur an welche mit Kern, oder wie? Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das geht. So. Nein! Ah. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich eine Drohne verschossen. Gut, dann schauen wir halt, was da drin ist. Oh, Silber! Hey, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Das soll nichts Besonderes sein, aber Silber. Das sind Sprengladungen für Kerne, aber ich kann quasi nicht jeden sprengen, sondern nur die mit den Kernen dann. Okay. Schade. Ich dachte, ich kann jetzt wild durch die Gegend randalieren. Sammeldrohne deaktiviert. Und einfach alle Asteroiden sprengen. Das wäre was, wenn man jeden Stein sprengen könnte. Schon, oder? Also es wäre. Dann hat man irgendwann nur noch so Staub in dem Asteroidenfeld. Besteht dann nur noch aus diesen kleinen Mini-Trümmern.
Weil jeder dann einfach alles sprengt. Programmiert. Haben wir noch Platz? Ja. Ich schmeiß die mal weg. Das ist gut. Unsere Drohnen haben schon einiges zu tun hier. So, 7%, 3, 7%. Alle. Okay, dann lassen wir die Drohnen mal noch sammeln. Schauen wir mal kurz in unseren Hopper. Leopoldit könnten wir hier auch rausschmeißen. So. Oh, schade. Das eine Silber haben sie nicht mehr zusammengekriegt. Bei 86%. So, wir haben jetzt noch einen Erdsucher zur Verfügung. Klasse. Hoffentlich verballere ich den nicht. Frachtgreifer eingefahren. Und wir müssen bald finden, weil unsere Sammeldrohnen auch nicht mehr so viel Laufzeit haben. Schau mal da, den großen da. Den nehmen wir jetzt. Das ist bestimmt der Hauptgewinn. Der muss es halt jetzt einfach sein. Drohne wird programmiert. Erdsuche-Drohne gescheitert. Der hat gar keine Wahl. Erdsuche-Drohne aktiviert. Asteroiden-Scan abgeschlossen. Was? Du willst mich voll verarschen. Ah, da ist nur Schrott drin. Für den haben wir jetzt unseren letzten Sucher. Oh. Gut, dann nehmen wir wenigstens das Uranit von außen noch mit.
So. Hab sogar noch einen Teil gekriegt. Cool. Mal was anderes, wenn ich jetzt dieses Ding hier nehme, ne? Und einfach auf Dinger schieße. Oh. Schau mal, der bleibt an dem hängen hier. Oder fliegt der hier rum? Ne, der fliegt hier nur rum, oder? Ne, die prallen ab. An dem prallen sie ab. Das wird nicht funktionieren, denn man muss die erstmal scannen. Oh. An dem hier sitzen die irgendwie. Aber es hilft nichts. Ohne den Scannen. Ich glaube, dann man hat so Punkte, wo man die ansetzen muss, ne? Glaube ich, meine ich mal gesehen zu haben. Ja, okay, wir können so nicht weitermachen. Got it. I'm on the way back, Commander. Wir müssen leider zurück. Immerhin ist unser Frachtraum relativ voll geworden. Das meiste ist Uranit. Uranit. Befehl nicht ausführbar. Frachtkreiser eingefahren. Abflug. Oh, da wäre noch so ein Hotspot gewesen. Rotblumesit Hotspot. Das war, glaube ich, der andere, wo das andere Vorkommen war. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4. Naja. 2. 1. Sprung. Okay. Also ist gar nicht so schlecht, wenn man mehr Frachtraum hat, ich glaube, und dann mehr Drohnen dabei hat. Ich glaube, dann ist das schon ganz okay. Den Abbaulaser sollten wir noch austauschen, muss ich dann denken. Genau. Ansonsten passt das eigentlich. Erstmal. Ich meine, für das, was wir uns leisten können, ist das schon erstmal okay. Hui.
Lacon Bravo, Oscar Romeo. We are pleased to have you at this Imperial facility, Commander. Your docking request has been approved. Proceed at your earliest convenience to pad 07. Ups. Nein, wollte ich nicht ausmachen. So, auffüllen. Touchdown confirmed. Please shut down all systems. We are glad to have you with us at this station, Commander. Dann bauen wir schnell noch um. Sonst haben wir gesagt, die Untergrundverdrängungsrakete, da könnten wir Klasse 1 nehmen. Wobei andererseits, eigentlich haben wir es ja nicht eilig. Eigentlich könnte man das so lassen mit den Waffen. Weil es wäre halt nervig, wenn wir irgendein tolles Untergrundvorkommen finden und dann hat man keine Raketen mehr. Andererseits sind wir eh nicht so lange unterwegs immer. Ja, komm, wir tauschen das mal aus. Ich mache mir hier mal die Untergrundverdrängungsrakete. Gibt's da noch andere? Nö. Gibt's nur noch als Turm? Ist aber egal. So, und dann nehmen wir hier den Abbaulaser rein, dann geht das ein bisschen schneller. Klasse 2 Abbaulaser. Hier, der hier. So, genau. Und hier noch den Fighter raus und ein Frachtgestell rein. Jo, genau, das passt schon. Dann war es das auch schon wieder. Genau, die Feuergruppen noch. Untergrundverdrängungsrakete, genau, hier. Und den Abbaulaser, den hat er drin gelassen. Ja, das passt. Den Zusammensetzungsscanner haben wir gar nicht gebraucht. Sammeldrohne, das brauchen wir auch nicht hier. Erkundungsscanner, Oberflächen, genau, das passt.
Okay, gut. Dann war es das auch schon wieder für heute. Und wir haben uns ein einigermaßen akzeptables Mining-Schiff gebaut. Da werden wir nochmal loslegen, dann das nächste Mal. Und mal richtig auf Tour gehen, dann mit mehr Drohnen. Ach halt, die Beute erstmal verkaufen noch. Das nächste Mal werden wir dann richtig auf Tour gehen mit mehr Drohnen dann im Gepäck. Und mehr Lagerraum. Oh ja, gar nicht schlecht. 390.000. Gut, steht überhaupt nicht im Verhältnis zu der Zeit, die wir dafür gebraucht haben. So. Eingehende Nachricht. Und Gold auch noch mal so viel? Naja, fast eine Million. Also, naja, nicht ganz. Vielleicht machen wir das nächste Mal einfach mal so eine Sammelmission. Hier gibt's doch immer wieder. Hey, toll, dass du mir folgst. Das freut mich. Trotz des langweiligen Contents hier. Danke. So, irgendwie so, weiß ich nicht. Hier gibt's natürlich jetzt gerade nicht. So eine Mining-Mission gibt's noch normalerweise, oder? Also normalerweise gibt's so Mining-Missionen. Nur hier in dem System anscheinend nicht. Oder in der Station nicht. Macht ja nichts. Vielleicht suchen wir uns sowas das nächste Mal. Dann verdienen wir da nebenher quasi noch ein bisschen an der Mission mit. Müssten wir mal schauen, wo es die denn gibt. Was haben wir hier eigentlich? Ach so, die mögen uns jetzt, weil wir unseren Scheiß hier verkauft haben. Ja, okay. Dann war's das erstmal. Danke fürs Zugucken. Mac. Schön, dass du dabei warst. Bis dann. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao. -i.